möchten Sie sich auch mal als Gärtner betätigen und den Frühling einziehen lassen? In diesem Video zeige ich, wie man die Stempelvorlage in WordMaker 7 dafür nutzen kann. Öffnen Sie zuerst die Stempelvorlage. Sie können nun entweder ein eigenes Foto von Ihrem Garten nutzen oder ein passendes aus der Symbolsammlung. Tippen Sie dafür einfach den Begriff in die Tastatur ein und wählen Sie aus den Vorschlägen ein passendes Symbol aus. Füllen Sie nun die Felder an den Rändern mit den gewünschten Blumen. Sie müssen dafür lediglich in das Feld am Rand klicken, den Suchbegriff eingeben und aus der Symbolsammlung auswählen. Gehen Sie nun auf Abspielen und Sie können den Garten entsprechend gestalten. Viel Spaß dabei!